Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in alle Ewigkeit, unser Herr, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, während meines Studiums in der Schweiz, da gab es einige Dinge, die ich in Bezug auf die Schweizer Mentalität erst einmal lernen musste. Sie können sich das vorstellen, wenn so ein Norddeutscher mit seiner harten, mit seiner direkten Art auf diese Schweizer Höflichkeit trifft, dass dort erst einmal einige Diskrepanzen entstehen. Ich habe natürlich versucht, mich schnell dieser Mentalität anzupassen, und dass ich dann dort irgendwann angekommen war, das wurde mir da bewusst, als ein Schweizer, mit dem ich dort zusammengearbeitet habe, auf mich zukam und mir sagte: Paul, wenn wir hier zusammenarbeiten, dann möchte ich, dass du mir ganz klar sagst, was ich zu tun habe. Ganz klare Befehle, eindeutig sagen, das ist es, was ich zu tun habe. Das lag bei ihm wahrscheinlich daran, dass er selber beim Militär war. Ich mag das. Klare Befehle, ganz genau zu wissen, das ist das, was ich zu tun habe. Das gilt auch für mein Glaubensleben. Deshalb sprechen mich wahrscheinlich die Verse, die ein ganz klarer Befehl eben sind, im Besonderen an. Und so ist das heute auch mit unserem Predigtvers gewesen, den ich gelesen habe. Und deswegen habe ich diese Predigt auch überschrieben mit ein Befehl Gottes, die Freude. Denn passend zum Thema des Gottesdienstes und passend auch zum Thema des Sonntags habe ich Ihnen dieses Wort aus dem Philipperbrief mitgebracht, das Ihnen allen bekannt ist. Wir wollen hören auf Gottes Wort, Philipper 4, der Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Weil der Vers ist so kurz ist, lese ich ihn noch einmal. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und wiederum will ich sagen, freut euch. Wir wollen stille werden und beten. Herr, unser Gott, und so wollen wir dir nochmal Dank für dieses starke Wort sagen, Herr, diesen Zuspruch, den du uns gibst heute in dieser Predigt, dass wir uns freuen sollen. Und das wollen wir tun, Herr. Wir wollen uns in dir freuen und wollen dich bitten, dass du uns neu auftun magst, Herr, was diese Freude in dir ist. Dass wir eine Gemeinde sind, Herr, die sich freut, die Freude hat, in dieser Welt, in allen Situationen, in allen Lagen zu wissen, dass du da bist, dass du unser Herr, unser Gott bist, der uns diese Freude ganz klar befiehlt. Und wir wollen als deine Diener, als deine Knechte diesem Befehl gehorsam sein und uns in dir freuen. Und so bitten wir dich alle miteinander, dass du dieses dein Wort an unserem Leben segnen magst. Amen. Liebe Gemeinde, bei allem, was derzeit schwierig ist, ob jetzt hier in der Gemeinde, in unserem Land, bei Ihnen persönlich, darf ich Ihnen dieses Wort heute Morgen, dieses gewaltige Wort der Freude mitgeben. Und dafür habe ich auch gebetet in der vergangenen Woche, dass Sie durch diese Predigt neue Freude erfahren mögen. Freude für Ihr Leben, für Ihr Glaubensleben, für Ihre Nachfolge Jesu Christi. Drei Punkte, die ich Ihnen dafür mitgebracht habe. Ein erster Punkt, was der Inhalt der Freude ist. Ein zweiter Punkt, warum wir die Freude brauchen. Und ein dritter Punkt, wie wir eben zu dieser Freude kommen. Ein erster Punkt, was der Inhalt dieser Freude ist. Liebe Gemeinde, freut euch. Das ist ein Befehl, Imperativ. Wir sollen uns freuen. Das ist das, was Gott uns aufträgt. Das ist das, was unser Chef, ich spreche das jetzt etwas runter, uns aufträgt für die nächste Zeit. Für das, was vor uns liegt, die Situation, in denen wir stehen werden, ob jetzt in der Familie, bei der Arbeit. Das wird jetzt nicht irgendwie eingegrenzt, wo es dann heißt, wenn du gerade in deinem ehelichen Glück lebst und wenn du gerade das vierte Kind bekommen hast und alles super ist, sondern ihr sollt euch freuen. Ganz egal, in welcher Situation ihr drin steckt. Freu dich. Das ist Befehl des lebendigen Gottes. Und das ist jetzt auch keine Ausnahmestelle, die wir hier haben im Philipperbrief, sondern das, was wir über die gesamte Bibel immer und immer wieder lesen. Eine ganz, ganz zentrale Lehre der Bibel, dass wir uns freuen sollen. Eine ganz, ganz tiefe Wahrheit der Nachfolger Jesu Christi, die Freude. Die ganze Bibel ist voll davon, dass diejenigen, die bei Gott sind, die in der Nachfolge stehen,
dass die Freude haben. Wir haben das gerade gelesen, Psalm 84. Dass gerade im Haus Gottes zu sein, in der Gegenwart Gottes, dass das eine Freude ist, dass das Grund zur Freude ist, zu wissen, ich darf dem lebendigen Gott begegnen. Das ist, das ganze Alte Testament ist voller Freudenrufe für diejenigen eben, die bei Gott sind. Und Paulus macht das den Gemeinden immer und immer wieder deutlich. 1. Thessalonicher 5, wo er ihnen das sagt, seid fröhlich alle Zeit. Das ist der Auftrag, wir sollen uns freuen. Er geht einmal sogar so weit bei den Korinthern, dass er das Apostelamt damit qualifiziert. Dass er hingeht, bei den Korinthern, da muss man ja wissen, mit denen lag er immer ein bisschen im Clinch. Das war herausfordernd, die waren ständig am Meckern und denen passte immer irgendwie etwas nicht, was er da gemacht hat. Und der musste sich ständig rechtfertigen vor den Korinthern. Und dann geht er irgendwann hin und sagt ihnen, pass mal auf. Nicht, dass ihr uns jetzt hier falsch versteht. Wir sind nicht da, weil wir hier eure Herren sind und Herren über euch sein wollen, sondern wir wollen eure Gehilfen sein zur Freude. Also das ist das, was er ausdrückt. Die Charakterisierung des Apostelamts, sagt er, das ist die Freude. Das ist auch Aufgabe eines jeden Predigers. Also wenn wir hier am Sonntag stehen und das Wort Gottes weitergeben dürfen, dann ist genau das unser Job. Gerade auch dort, wo mal ein unangenehmes Wort ausgesprochen werden muss. Das schwer zu verdauen ist, dass ihr alles nur aus diesem einen Grund, damit es euch zur Freude dient. Denn das ist das, was wir weitergeben. Das Evangelium, die frohe Botschaft, hat alles etwas mit der Freude zu tun. Denn wer verstanden hat, was auf Golgatha passiert ist, der hat Freude. Gott will unsere Freude. Johannes 16, da sagt Jesus, ihr sollt euch freuen. Und diese Freude soll niemand von euch nehmen. Die Freude ist jetzt nicht mit diesen ganzen irdischen Freuden zu vergleichen, die wir im Leben haben. Ich freue mich zum Beispiel immer wieder darüber, wenn jetzt nach dem Winter der Frühling so langsam kommt, da freue ich mich, wenn die Sonnenstrahlen dann immer mehr durchdringen, wenn die Vögel zurückkommen und morgens zwitschern, wenn die Blumen dann aufsprühen. Ich finde das super, ich finde das großartig, da freue ich mich drüber. Und wir dürfen uns an all den Dingen freuen, die Gott uns gegeben hat. Wir dürfen uns freuen, wenn wir finanziell versorgt sind, wenn wir gesundheitlich fit sind, wenn wir eine tolle Ehe führen dürfen. Alles super, dürfen wir uns überall drüber freuen, ist großartig, ist alles nett. Aber die ganzen irdischen Freuden, müssen wir wissen, die sind alle vergänglich. Spätestens im nächsten Herbst, da ist der Frühling, da ist der Sommer wieder dahin, die Blumen sind wieder verwelkt. Spätestens beim nächsten Börsencrash ist der Gewinn auch wieder dahin. Und die tollste Ehe ist auch vorbei, wenn einer der Ehepartner irgendwann dann stirbt. Aber die Freude, die wir in Jesus Christus haben, das ist eine ewige Freude. Eine Freude, die ewig Bestand hat. Werden wir gleich im dritten Punkt nochmal drauf zurückkommen. Und diese Freude, die haben wir in Jesus Christus. Hier heißt es ja, freut euch im Herrn. In Jesus Christus sollen wir uns freuen. Das ist der Auftrag, das ist der Befehl. Nicht allein an den ganzen Segnungen, die der Herr uns schenkt, hier auf dieser Erde, sondern sich in Jesus Christus zu freuen. Denn er schenkt uns nicht nur die ganzen Freuden, sondern er ist auch diese Freude. Er schenkt uns nicht nur die ganzen Dinge hier auf dieser Erde, an denen wir uns erfreuen können. Er ist unsere Freude. Er ist der Inhalt. Freut euch im Herrn. Und jetzt geht es noch viel, viel besser weiter. Es ist nicht nur so, dass Jesus unsere Freude will. Es ist nicht nur so, dass er diese unsere Freude ist, sondern er bewirkt diese Freude auch. Wenn wir das lesen im Galaterbrief, die Frucht des Heiligen Geistes, Galater 5, 22. Das ist die Frucht des Geistes, die Freude, das, was Gott in uns bewirkt. Wenn dieser Heilige Geist in uns ist, dann bewirkt er diese Freude von sich aus. Dann spielt es gar keine Rolle, was um mich herum passiert, ob die Dinge gut laufen oder schlecht. Er bewirkt diese Freude. Selbst dort, wo die Ehe mal nicht so gut läuft, wenn das Geld kaputt geht, wenn die körperliche Kraft irgendwann nachlässt, das ist das, was Gott bewirkt. Die Freude. Ganz egal, wenn wir Jesus haben und in ihm sind, dann haben wir Freude. Das ist das Wirken des dreieinigen Gottes. Dass der Vater diese Freude schenkt, dass in Jesus uns diese Freude begegnet und dass der Heilige Geist diese Freude in uns erzeugt. Das ist das, was Gott in uns tut.
Das ist der Inhalt, unsere Freude. Was ist der Inhalt? Jesus Christus, der lebendige Gott, der auferstanden ist, der für meine Schuld gestorben ist und weshalb ich jetzt leben darf, in seiner Freude. Und das hat mich so begeistert bei der Predigtvorbereitung, dass wenn wir jetzt gerade immer tiefer so in diese Passionszeit, in diese Leidenszeit hineinsteigen, dass dieser Kirchensonntag Lectare so heraussticht und deutlich machen möchte, hey, wir haben Grund zur Freude. Warum? Weil wir wissen, wie das Ganze ausgeht. Ja, es ist eine schwierige Zeit und wir sollen uns darauf besinnen, dass Gott selber in den Tod geht und für uns stirbt. Aber wir wissen, wie es ausgeht. Er ist auferstanden, er lebt und mit ihm dürfen auch eben wir leben. Eine Freudenzeit, trotz aller Leiden, weil wir den Ausgang kennen. Und deshalb ist es für uns eine ewige Freude. Ein erster Punkt, was der Inhalt der Freude ist, die wir haben, in Jesus Christus. Ein zweiter Punkt, warum brauchen wir diese Freude? Warum ist die Freude im Herrn, in Jesus Christus, jetzt so zentral? Für uns, für unser Leben, für das, was jetzt vor uns liegt. Darauf möchte ich antworten mit dem Vers aus Nehemia, ist uns allen bekannt, Nehemia 8, Vers 10, wo es dann nämlich heißt, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist Zeichen lebendigen Glaubens. Das Christentum ohne diese Freude, das ist genauso wie Frühling ohne Vogelgezwitscher. Das ist so wie Kirche ohne Gottesdienst oder wie Gebet ohne Vertrauen. Da fehlt dann das Zentrale. Da ist das Wichtigste, das Zentrale ist dann nicht mehr vorhanden. Wir brauchen diese Freude, denn diese Freude ist unsere Stärke, darin, wo wir drin leben. Und ohne diese Freude ist alles, was wir tun in der Nachfolge Jesu Christi, eine ganz, ganz große Katastrophe. Dann ist alles nur noch reine Religion und Konfession und Tradition. Das ist alles nichts wert am Ende. Wir brauchen diese Freude. Es hat am Schluss nur noch ganz, ganz wenig mit wirklichem Christentum zu tun, wenn es nicht mehr um diese Freude geht. Diese Freude ist zentraler Teil unseres Lebens, unserer Nachfolge. Wir brauchen sie. Das ist das, was Gott angeordnet hat. Ein Befehl. Wir sollen uns freuen, sagt unser Predigtext. Da sagt Gott, das müsst ihr haben, diese Freude. Freut euch. Wenn ihr diese Freude nicht habt, wenn sie diese Freude nicht erleben in ihrem Dienst, dann kennen sie das, dann ist das Leben ganz schön beschwert, herausfordernd, träge. Das ist genauso, als würden wir mit einem platten Autoreifen über die Autobahn heizen. Das ist mühsam, das ist herausfordernd. Wir kennen das, dann ist dort auf dem Display vorne, dann blinken da die ganzen Lämpchen auf, dann sagt das Auto uns, hey, so funktioniert das nicht. Du wirst nicht noch Kilometer weiterfahren können, das klappt nicht. Du musst anhalten, nächste Raststätte, Reifen aufpumpen. Und genauso ist es auch in der Nachfolge Christi. Wenn unsere Nachfolge mühsam, wenn sie beschwerlich ist, dann sagt Gott uns jetzt, da ist etwas, was ihr braucht. Und das ist die Freude, das gebiete ich euch. Das ist so, als würden die ganzen Lämpchen hier heute Morgen aufblinken und wo Gott uns zuruft, freu dich, du musst hier etwas ändern. Du wirst nicht noch ewig weit kommen, wenn diese Freude nicht da ist, wenn du das nicht erfährst. Deswegen ganz, ganz wichtig, Gott ordnet diese Freude in unserem Leben an. Und das nicht an den irdischen Dingen, sondern sich zu freuen in Jesus Christus. Er ist Inhalt dieser Freude. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und wiederum sage ich euch, freut euch. Glaubt mir, die Freude am Herrn, das ist das Allerwichtigste für die Mitarbeit in der Gemeinde. Gemeinde Jesu Christi kann sich nur dann auferbauen, wenn die Freude am Herrn da ist, wenn wir sie haben, wenn wir sie erleben, wo Menschen sich freuen in Jesus und bereit sind, alles für ihn zu tun. Mit solchen Leuten kann man richtig gut Reich Gottes Arbeit aufbauen. Da kann man richtig reinhauen, da passiert wirklich etwas. Das gilt natürlich auch für alle anderen Bereiche. Das kennen wir. Wenn da jemand bei der Arbeit seinen Job mit Freuden tut, wenn er wirklich dabei ist, da steckt eine ganz andere Intensität dahinter. Eine ganz andere Leidenschaft, mit der die Leute an die Arbeit herangehen und auch ein ganz anderes Ergebnis, das dabei herauskommt. Wenn man eben Freude an dem hat, was man tut. Während meiner Gesellenjahre als Maurer, da gab es einige Arbeiten, die habe ich nicht so gerne gemacht. Wenn ich da wusste, direkt am Morgen, da habe ich einige tausend Steine oben aufs Gerüst zu schleppen,
Das war herausfordernd, das war mühsam, das habe ich nicht gern gemacht. Gerade dann noch, wenn es richtig warm war, 30 Grad in der Sonne im Sommer, das war richtig herausfordernd, das war keine schöne Arbeit. Aber dann da nachmittags oben zu sein und zu mauern, das war super, das fand ich großartig, das war große Klasse. Zu sehen da am Abend, was man da geschaffen hat, die Mauer, die man hochziehen konnte, das ist super. Da hat man das dann gerne gemacht, wenn die Steine oben waren. Aber viel, viel wichtiger als für die irdischen Tätigkeiten, denen wir nachgehen, ist eben diese Freude zu haben im Reich Gottes, im Dienst für das Reich Gottes. Denn wir brauchen diese Freude. Dann wird all das, was wir tun, ganz anders gesegnet sein. Dann ist es auch keine Last mehr, sondern geht uns so von den Händen. Übrigens, wenn die ganze Arbeit im Reich Gottes mit Freude geschieht, dann tun wir das ganz automatisch. Denn Römer 4,17, da heißt es, denn das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist. Da, wo wir das empfinden, da entsteht ganz automatisch Reich Gottes, wo wir erfüllt sind mit dieser Freude. Da braucht uns auch keiner mehr motivieren, ne? Das so nach dem Motto, dass ich jetzt hingehe in der nächsten Woche und den Jugendlichen hier sage, so, hier habt ihr einen Zehner, geht jetzt hin in die Innenstadt, evangelisieren. Hier habt ihr ein paar Zettel, verteilt die, ein paar Traktate an die Leute, steckt sie in die Briefkästen. Sondern dann machen wir es ganz automatisch, wenn wir erfüllt sind mit dieser Freude. Da passiert dann etwas. Das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist. Und diese Freude brauchen wir in unserer Nachfolge. Aber auch ganz persönlich, weil es uns dann gut geht. Glaub mir, wenn wir diese Freude im Herrn nicht haben, dann kommen früher oder später Zeiten im Leben, in denen wir in furchtbare Situationen hineinkommen und wo wir dann feststellen, dass die ganzen irdischen Freuden, worauf wir uns so konzentriert haben, auf einmal nicht mehr halten. Wenn wir dann an die Grenzen kommen, auf einmal merken, die Gesundheit wird eben weniger, das Geld wird knapper, da sind liebe Menschen gestorben. Wenn die Freuden des Lebens Zentrum unseres Lebens geworden sind, dann geht es uns auf einmal ganz, ganz schlecht. Aber wenn Zentrum unseres Lebens die Freude am Herrn ist, dann haben wir etwas, das uns trägt für alle Zeiten. Wir brauchen diese Freude. Du brauchst diese Freude. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Auch in allen Leiden. Freude an Jesus Christus, ein Befehl. Ein dritter und letzter Punkt. Die Frage, wie kommen wir da jetzt hin? Wie bekomme ich jetzt diese Freude? Und das möchte ich euch gerne begründen, warum wir nicht nur diese Freude haben dürfen in Jesus, sondern auch, wie wir zu dieser Freude hinkommen. Und wenn ihr das annehmt, wenn ihr das glaubt, dann wird der Heilige Geist genau diese Freude auch in eurem Leben schenken. Aber daran müsst ihr glauben, darauf müsst ihr vertrauen, das müsst ihr annehmen. Wenn ihr das Zweifeln davor steht, so nach dem Motto, ja, was er da vorne sagt, das stimmt nicht. Wenn ihr daran zweifelt, dann wird nichts passieren. Ihr müsst das glauben. Ich möchte euch gerne drei Begründungen liefern, warum wir die Freude haben dürfen und warum wir sie auch haben müssen. Und das noch einmal, das müsst ihr glauben, das müsst ihr annehmen. Wenn ihr das im Glauben tut, dann wird die Freude in euch drin sein. Tun wir das nicht, dann werden wir den Heiligen Geist. Ein erster Punkt, wie wir zu dieser Freude kommen, ist das felsenfesten Vertrauen darauf, dass wir in Jesus Christus eine Hilfe haben. Du hast eine Hilfe in Jesus. Davon spricht die Bibel immer wieder. Der blinde Bartimäus, der dort geheilt wird, was ist die Folge des Ganzen? Er freut sich. Er rettet die Jünger aus diesem stürmischen Meer. Jesus geht immer wieder hin, befreit die Menschen von den Dämonen, von den Krankheiten, aus dem Tod. Und die Folge des Ganzen immer wieder diese Freude, denn Jesus Christus ist ein Helfer. Er ist der große Helfer, der uns hilft in den Nöten unseres Lebens. Und das ist großartig, wenn man Hilfe erfahren hat, dann erfährt man auch diese Freude. Als kleiner Junge war ich mal mit meinem Vater unterwegs angeln. Wir haben viele Touren unternommen und gehen heute bis heute dieser Leidenschaft immer wieder nach, dass wir einige Tage, einige Wochen im Jahr losgehen und zusammen angeln. Aber an diesem Tag, ich war noch keine 10 Jahre alt, war es etwas anders als gewohnt. Wir waren nämlich an einem reißenden Fluss. Bin ich bis dahin noch nicht gewesen. Und Sie können sich das vorstellen, ich hatte damals
meine neuen Gummistiefel mit dabei. Und so als kleiner Junge, da geht es dann erstmal nicht darum, die Angeln auszuwerfen, sondern es geht erstmal darum, auszuprobieren, wie weit kann ich denn ins Wasser. Was ich nicht beachtet habe, war, dass überall Schilder standen, dass man gar nicht in diesen Fluss eintreten durfte, weil eine steile Kante direkt nach unten einige Meter tief hinunterführt. Und dann war es auch schon um mich geschehen. Ich gehe rein, auf einmal war ich weg. Wie froh war ich in diesem Moment, dass mein Vater nicht mit irgendwelchen anderen Dingen beschäftigt war, sondern dass er kurz hinter mir stand, mich an der Jacke packen konnte und mich dort herausriss. Da war ich froh drüber, ihn als eine Hilfe zu haben. Das zu erfahren, dass er mir dort hilft, aber auch wenn der Angeltag dort wortwörtlich ins Wasser fiel, da war ich doch froh drüber, dass mein Vater mir zu Hilfe kam. Und ich weiß jetzt nicht, ob Sie schon mal in einer schlimmen Situation gewesen sind, ob jetzt gesundheitlich oder auf der Arbeit, wo Sie das erfahren haben. Wo Sie erfahren haben, dass Sie nicht weiter wussten und dass jemand kam und Ihnen geholfen hat. Dass der Arzt dann kam und sagte, hey, wir können das heute behandeln. Das ist machbar mittlerweile. Dass auf der Arbeit jemand kam, Ihr Vorgesetzter, und sagte, okay, ist nicht gelungen, was Sie da gemacht haben, aber ich helfe Ihnen. Da freuen wir uns dann drüber. Wenn wir diese Hilfe erfahren, aber diese Hilfe muss man auch erfahren. Wenn man nur so theoretisch davor steht, immer nur davon hört, dann passiert nicht viel. Aber wenn man das erfährt, wie der blinde Bartimäus, dann passiert etwas. Einer, der das immer wieder verkündigt und auch gepredigt hat, das ist der große Evangelist aus Essen gewesen, der Wilhelm Busch. Der ist ja für die Verkündigung auch im KZ gewesen, der hat unter den Nazis gewirkt, der hat ganz, ganz Furchtbares in seinem Leben erfahren müssen, wie zum Beispiel sein eigener Sohn, gerade 18 Jahre alt, ein hervorragender Pianist, nach Russland geschickt wurde als Soldat. Und er wurde dort in Russland elendig zusammengeschossen und ist dort verreckt im Dreck Russlands für nichts und wieder nichts, für diesen sinnlosen, furchtbaren Krieg. Und da ist Wilhelm Busch, dieser große Evangelist, da hat er diese Todesnachricht bekommen von seinem Sohn und der war verzweifelt, so verzweifelt, wie man eben ist, wenn man so als Vater seinen eigenen Sohn dort verliert in diesem furchtbaren Krieg. Und mit dieser Todesbotschaft, die er überbracht bekam, da hat einer der Kameraden seines Sohnes ihm auch einen blutverschmierten Zettel mitgegeben. Auf diesem Zettel stand der Psalm 23 drauf. Und als der Wilhelm Busch das sah, als er das las, da ist ihm wieder klar geworden, mein Sohn ist da nicht alleine gewesen. Er hatte eine Hilfe. Auch in dieser schwierigen Zeit, in diesem ganz, ganz schlimmen Schlachtfeldzug, ist Jesus Christus, sein Hirte, ist der Heiland, seine Hilfe da gewesen. Der Hirte war bei ihm. Und das ist Wilhelm Busch in diesem Moment dann klar geworden und hat er wieder neue Freude bekommen, trotz dieser ganzen Umstände, trotz dieses furchtbaren Todes. Und das ist trostreich, wenn man dann merkt auf einmal, bei all dem Elend, dass da einer ist, auf den man bauen kann. Einer, der einem eine Hilfe ist, der allmächtige Gott in Jesus Christus. Und darüber kann und darf man sich nur freuen. Aber wie gesagt, das muss man auch erleben. Aber dann spürt man diese Freude. Und da bitte ich Sie, prüfen Sie sich da mal selber, wo Sie vielleicht versuchen, in den ganzen Nöten Ihres Lebens selber sich eine Hilfe zu sein. Wo man selber versucht, die Dinge irgendwie zurechtzubiegen, selber zurechtzukommen und nicht zu sagen, ich vertraue allein auf Gott, ich lege es ihm hin im Gebet. Weil ich weiß, dass er mir eine Hilfe ist. Und ich weiß, dass viele von euch in Ihnen das erlebt haben, diese Hilfe in Jesus Christus. Wie oft kamen hier in der Gemeinde schon gerade die Älteren auf mich zu und haben mir gesagt, Paul, bei all dem, was schwierig ist, ne, und ich habe da meinen lieben Ehemann, ich habe da meine Frau verloren und da sind so viele Dinge, die funktionieren nicht mehr. Aber ich habe eine Freude, ich habe Jesus Christus und darauf stütze ich mich. Es ist gerade herausfordernd, aber ich klammer mich daran. Und darüber dürfen wir uns freuen. Denn wir wissen, so wie unser Heiland uns eine Hilfe in der Vergangenheit gewesen ist, wird er es auch in der Zukunft wieder sein. Wir haben in Jesus Christus eine Hilfe. Bei allem, was vor uns liegt, wo der Ausgang ungewiss ist, haben wir in Jesus eine Hilfe. Glaubt nur daran. Ich weiß nicht, mit welchen Kämpfen Sie sich gerade rumschlagen. Aber das darf ich Ihnen zusagen.
unser Gott, Jesus Christus, ist viel, 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 viel größer als alle Nöte ihres Lebens. So wie Paulus das bei den Korinthern deutlich macht. Der Trost, den wir in Jesus haben, ist viel größer. Und darüber dürfen wir uns freuen, zu wissen, wir haben eine Hilfe. Das ist die erste Begründung, warum wir uns in Jesus Christus freuen dürfen und wie wir zu dieser Freude kommen. Ein zweiter Punkt: In Jesus erfahren wir die Liebe Gottes. Liebe Gemeinde, Gott liebt alle Menschen. Alle knapp 7 Milliarden Menschen hier auf dieser Erde. Ob sie als Angela Merkel, ob sie als Wilhelm Busch oder Paul Koch heißen, spielt keine Rolle. Gott liebt alle Menschen. Aber nur, wer den Namen Jesu Christi liebt, der gelangt auch zu dieser Freude Gottes. Jeder, der den Heiligen Geist hat, und nur, wer diesen Heiligen Geist hat, erlangt diese Freude. Wir wissen, dass nicht wir zuerst Gott geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt und für unsere Schuld, für unsere Sünden, für unsere Vergehungen gestorben ist, zur Sühnung unserer Sünden. Das heißt, unsere Freude entsteht nicht nur durch die Liebe, die wir äußern, sondern auch durch das, was wir empfangen, durch Jesus Christus, durch seinen Tod. Die meisten Menschen, die marschieren so durch die Welt ohne diese Freude, ohne das irgendwie in ihrem eigenen Leben zu erfahren, zu spüren. Und dann haben sie auch keine Freude. Aber es ist etwas Wunderbares zu spüren, dass man eben geliebt ist, dass man angenommen ist. Das kennen wir auch aus dem zwischenmenschlichen Bereich. Direkt zu Beginn des Lebens, wenn man da eben hingeht und von dem eigenen Vater, von der eigenen Mutter diese Liebe erfahren möchte, dann schreit man danach. Anschließend möchte man diese Liebe erfahren dann beim Partner, beim Ehepartner, irgendwann dann bei den Kindern und Enkelkindern. Aber überall diese Freude, die wir erleben wollen durch die Liebe, die uns gegenüber geäußert wird, wo wir diese Lichtliebe nicht erfahren, das ist nicht schön, das ist herausfordernd. Da haben wir dann manchmal ganz schön mit zu kämpfen. Aber wie wunderbar ist es, dass Menschen da sind, die einen lieben. Das schenkt einem Freude. Aber die Liebe des Menschen ist jetzt nichts im Vergleich zu der Liebe, die Gott uns schenkt und die Freude, die daraus resultiert. Durch das Erleben der Buße, dass wir Vergebung der Sünden erfahren haben und Gottes Kinder heißen dürfen. Das ist was Wunderbares. Vielleicht gehörst du jetzt zu denen, die sagen, ich kann mit dieser Freude Gottes nicht viel anfangen. Kenne ich nicht. Erlebe ich nicht. Da möchte ich dir gerne mal ein verrücktes Beispiel bringen, um das Ganze zu erklären. Stellen wir uns mal vor, wir sind hochverschuldet. Du ganz speziell bist hochverschuldet. Das Haus, das du gebaut hast, ist bis oben hin voll mit Hypotheken. Auf dem Auto, da klebt schon der Kuckuck drauf. Dein Lohn wird schon gefändet. Alles nur herausfordernd. Du weißt nicht mehr, wie du deine Familie ernähren sollst. Alles ist schwierig geworden. Und da eines Tages klingelt es an deiner Haustür und da kommt jemand und da steht da ein junger Mann, gut aussehend, hat einen schicken Anzug, spricht mit gebrochenem Deutsch, englischem Akzent und sagt dir dann, ich bin dein Onkel aus Amerika. Und ich habe mitbekommen, dass du hier in finanziellen Nöten bist. Dass es gerade schwierig ist finanziell bei dir. Und ich bin da hingegangen, ich habe die ganzen Hypotheken bezahlt, hier hast du dein Auto wieder und vor allem ein Koffer voller Bargeld. Bitteschön. Was wäre in diesem Moment los, wo wir das erleben? Da würden wir uns freuen drüber. Da würden wir im Zickzack springen. Das wäre super, das wäre großartig. Vor allem würden wir das nicht nur, das wäre keine Freude von 5 Minuten, wo wir sagen, danke, ist ganz nett, sondern das würde Monate dauern. Jetzt ist das ein etwas verrücktes Beispiel, das genauso auf dieser Erde fast nie geschieht. Aber dieses Beispiel ist in Jesus Christus wahr geworden. Das ist in Gott geschehen. Er ist in diese Welt gekommen. Er hat an unserer Tür geklopft und hat gesagt, deine ganzen Schulden, alles, was du da auf dich geladen hast, deine ganzen Sünden, die habe ich bezahlt. Die habe ich auf mich genommen. Das, was du nicht mehr zahlen konntest, ich habe es getragen. Und wenn man das erkannt hat, dass Jesus Christus für einen die Schuld getragen hat, dann bleibt nur die Freude. Und wer im Glauben keine Freude hat, das muss ich genauso deutlich sagen, der hat noch nicht verstanden, was in Jesus Christus am Kreuz für ihn passiert ist. Der hat das noch nicht begriffen.
Aber wenn ich das alles verstanden habe, was Jesus getan habe und ich Buße getan habe, dann bleibt nur die Freude am Herrn. Diese Freude erschließt sich aber nur dem, der den Herrn liebt, dem, der den Heiligen Geist hat, denn er bewirkt diese Freude. Und wenn du sagst, diese Freude, die habe ich nicht, die erlebe ich nicht, ich freue mich über andere Dinge, ich freue mich über mein Auto, über mein tolles Haus, über meine Kinder und sonstige Dinge, dann gehen Sie hin und bitten Sie Gott neu darum, dass er Ihnen diese Liebe schenken mag, dass er Ihnen das auftun mag, damit diese Freude in Ihrem Leben wächst, dass Sie verstehen, dass Sie darum bitten, Gott, zeig mir, was du am Kreuz für mich getan hast. Und dann wird diese Freude groß werden. Ein zweiter Punkt, wie wir zu dieser Freude kommen, durch das Erfahren der Liebe Gottes. Ein dritter und letzter Punkt, wie wir diese Freude Gottes erleben, zu wissen, dass wir in Jesus Christus ewiges Leben haben. Johannes 5, da heißt es nämlich, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Wer Gottes Wort hört, wer dieses Wort glaubt, der hat das ewige Leben. Das sagt nicht ich, das sagt die Bibel, das sagt Gott selber uns. Der hat das ewige Leben. Und wenn Sie jetzt zu denen gehören, die sagen, ich habe Sehnsucht, Sehnsucht nach diesem ewigen Leben, nichts leichter als das, gar kein Thema, glauben Sie an Jesus Christus und Sie haben das ewige Leben. Ganz einfach. Liebe Gemeinde, schon seitdem der Mensch lebt, will er ewig leben. Im Garten Eden fing das an. Sein zu wollen wie Gott, ewig zu leben wie Gott. Und diejenigen, die im Verlauf der Geschichte jetzt das nötige Kleingeld hatten, die konnten sich das vermeintlich auch erfüllen. Wir kennen das von den Pharaonen, die sich eben haben einbalsamieren lassen damals, in der Hoffnung, dadurch ewig leben zu können. Heute ist das gang und gäbe, gerade in Amerika, dass man sich einfrieren lässt, dass man hingeht und sagt, wenn man eben das nötige Kleingeld auf dem Konto hat, dass man sagt, so, ich möchte mich einfrieren lassen und in der Hoffnung dann lebt, dass wenn dann in 100, 200, 300 Jahren die Medizin so weit ist, dass man dann wieder aufgetaut wird, dass man die entsprechenden Mittel bekommt und dann ewig hier auf dieser Erde einfach weiterleben kann. Das ist das, was die Menschen sich erhoffen. Klar, ist ja auch logisch, wenn man ein gewisses Alter überschritten hat, wenn man das nötige Kleingeld hat, dass man sagt, ist ja eine sinnvolle Alternative, dass ich hingehe und eben mir das ewige Leben so ein bisschen selber beschaffe. Wer ewiges Leben haben will, für den gibt es nur eins, Glaube an Jesus Christus. Und das kann ich Ihnen garantieren, wenn Sie sich unsicher sind, wenn Sie daran zweifeln, dann bekommen Sie es auch gerne schriftlich von mir. Lesen Sie es nach, Johannes 5, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Das ist das, was steht, das sagt nicht ich. Wer an Jesus Christus glaubt, der wird ewig leben, der wird das ewige Leben haben, der wird sich nicht nur auf dieser Erde freuen, sondern in alle Ewigkeit. Das ist wahre Freude, diese Zusicherung zu haben. Der Apostel Paulus, der lebte in dieser Freude, in dieser Ewigkeitsfreude. Er sitzt ja hier, wo er diesen Brief schreibt, gerade im Gefängnis. Schreibt diesen wunderbaren Brief der Freude. Lesen Sie diesen Brief in der nächsten Woche mal durch. Das ist ein gewaltiger Freudenbrief. Und er schreibt dann am Anfang, ich sitze hier im Gefängnis und das ist furchtbar und das ist teils so schwierig, herausfordernd. Ich habe große Lust, von dieser Welt abzuscheiden. Er sagt dann, sterben, sagt er, ist mein Gewinn. Dieser Mensch, der ist todessehnsüchtig, nicht lebensmüde, aber er weiß ganz genau, jetzt bei Gott in der Ewigkeit, bei meinem Heiland zu sein, das ist größter Gewinn, das wäre super, da habe ich größte Freude. Und dann erinnert er sich daran, dass er noch einen Auftrag hat, hier auf dieser Erde. Aber er hat keine Angst vor dem Tod, sondern er freut sich sogar darüber. Er weiß, das Beste, das kommt ja noch. In der Ewigkeit. Für den Apostel war die Freude Programm hier auf dieser Erde. Und wer wirklich im Glauben steht, der darf sich freuen über alles, was noch kommt. Wir dürfen uns freuen, natürlich, über allen irdischen Segen. Wir dürfen uns freuen, wenn das Konto voll ist. Wir dürfen uns freuen über das dritte Enkelkind, wenn das Haus abbezahlt ist, wenn die Operation gut gelungen ist. Alles super, dürfen wir Freude dran haben. Aber die richtige Freude, die besteht darin, wenn es eines Tages heißt, es geht nach Hause, in die Ewigkeit. Und diese Freude, liebe Gemeinde, die wünsche ich euch und Ihnen, dass sie euch trägt, hier auf dieser Erde,
Die Freude, die wir in alle Ewigkeit haben und erleben werden. Dass wir wissen, wir brauchen vor nichts Angst haben. Schon gar nicht vor dem Tod. Wenn wir in Jesus Christus sind. Denn er hat uns ewiges Leben geschenkt durch seinen Tod und damit auch ewige Freude. Und sich daran zu erinnern, diesen Befehl, den Gott uns gibt, immer wieder vor Augen zu führen, ist entscheidend. Und ich hoffe, dass das durch diese Predigt ein Stück weit deutlich geworden ist. Und das wünsche ich Ihnen für die kommende Zeit, für das, was vor Ihnen liegt, dass Sie Freude haben am Herrn. Und so möchte ich Ihnen nochmal Mut machen und diesen Befehl Gottes für die kommende Zeit Ihnen noch einmal mitgeben. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und wiederum sage ich euch, freut euch. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.